Willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind beim Stall am Fluss und wollen die verschwundenen Gäste finden, die der gute Koch hier im Stall empfangen wollte oder beim Stall empfangen wollte. Diese Beiworte sind ganz schön schwierig. So, es ist mir eine große Freude. Wir starten direkt durch, oder? Licht an, Kamera an. Ah. Es ist Pulli-Zeit. Ich freue mich ein wenig tatsächlich. Es ist Zeit, sich mal wieder warm anzuziehen. Es ist richtig frostig. Also mir ist sehr kalt. Es geht aber eigentlich. Aber ich bin sehr kälteanfällig irgendwie. Aber immer nur so mittags. Morgens ist mir warm, abends ist mir warm, mittags ist mir immer kalt. Ich habe keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Gut. Hallo. Also mal sehen. Was sind denn die heutigen Schlagzeilen? Schlagzeilen? Fluch auf der Gerudo-Wüste, na sowas. Augenzeugen berichten von plötzlichen Sandstürmen und unbekannten Monstern. Bedeutet dies das Ende der Gerudo? Unbekannte Monster, ja. Wenn man nicht weiß, wie man das zu tun hat, macht es einem noch mehr Angst. Und sonst noch was? Große Fee zeigt sich. Ja, beeindruckend. Von einem jüngsten Auftritt des Ensembles, zügellos, erschien die große Fee Mira. Ja, große Feen sollen ja Reisende ihren Segen erteilen. Insgesamt gibt es 4 Schwestern. Das mit dem Segen ist vielleicht einmal eine lohnende Idee. Das muss ich mal ausprobieren. Naja, jetzt, da ich mit der Zeitung durch bin, sollte ich aufbrechen. Es heißt, dass die Dorfvorsteherin im südlichen gelegenen Kakariko sehr charismatisch sein soll. Vielleicht begebe ich mich ja mal dorthin. Brassen! Finger weg von Paya. Gut, so, schön. Die Gerudo, also ein Fluch, unbekannte Monster, Sandstürme. Derry! Das hört sich ja super an. Gut, wir haben schon festgestellt, dass ich tatsächlich vergessen habe, hier hinzugehen. Zu den Zelten. Ja? Darüber hatten wir ja schon gesprochen und das müssen wir jetzt auch noch nachholen. Wovon wollte er nochmal ein Bild haben? Hab ich das echt vergessen? Ah ja, stimmt. Statue der Göttin. Aber was meint denn der für eine Statue überhaupt? Na gut. Moon, du bleibst mal hier beim Stall, bitte. Ich gehe mal schnell alleine los. Kennen wir ihn schon? Ah ja, Brigo. Ja. Was ist denn los? Suchst jemanden zum Quatschen? Ja, das ist mein Spezialgebiet. Ja, es sollte einen gar nicht mehr überraschen, wo heutzutage sogar ganze Ruinen vom Himmel fallen. Ah ja, östlich von hier bei Kakariko sind auch welche runtergekommen. Die sind sehr speziell. Naja, irgendwie speziell reizt mich jetzt noch nicht so. Wenn sie so richtig speziell wären, würde ich sofort hingehen. Aber es ist schon irgendwie angenehmer, wieder einen Pulli zu tragen. Ich kann euch gar nicht sagen, warum, aber es fühlt sich so kuschelig an. So, wenn man so die Arme so auf die Armlehnen macht. Ah ja, ah ja. Gut, wir gehen aber langsam in die heiße Phase über, was die Welterkundung angeht. Denn bald, ja, nach der Untergrunderforschung ist klar. Aber bald werden wir uns mit den Gerudo, dem letzten groß... Oh, die Arena-Ruine. Das ist der Satori-Berg, richtig? Das vergessene Plateau. Waren wir da schon? Da oben? Nee. Doch! Da war ein Krog. Okay. Krass. Was wollte ich sagen? Genau! Denn wenn wir Gerudo-Stadt erreicht haben, haben wir die letzte wirklich große Siedlung gefunden. Das ist aber kein Grund zur Trauer, denn, ratter. Einmal habe ich noch die leichte Hoffnung, dass es vielleicht einen Master-Modus gibt. Aber ich weiß es nicht. Man könnte jetzt mit folgender Logik rangehen, zu sagen, hey, es gibt ja tatsächlich auch die ganzen Pura-Pet
Erweiterungen, die auch unsere Sheikah Slate hatte. Pfad des Helden und. Dann müsste ja theoretisch auch ein Master-Modus da sein. Beziehungsweise im Idealfall natürlich auch die Prüfung des Schwertes. Da ist ein Krog. Wir müssten auch nochmal ohne Krogmaske rumlaufen. Wäre auch cool. Was ist denn hier los, ne? Wo willst denn du hin? Und warum ist der Baum kaputt? Ach man, so ein Schlamassel, ich wurde von meinem Freund getrennt. Ach du Schande. Mann, Rauchsignal ist da, aber wie soll ich denn noch hinkommen? Ich bin doch viel zu erschöpft. Ja. Otto-Brücke. Och nee, da steht er ja mit seinem Schild, sehe ich ja jetzt erst. Da hinten ist das ist sehr irre. Also ich würde mal zweimal. Dann einen Hochkant. Und wenn ich jetzt hier noch einen hinmache, das muss doch halten, oder? Also hier so. Na gut, das wird nicht halten. Das musste halten, oder? Du bist nochmal danke für deine Hilfe, aber guck mal hier, was soll ich denn machen? Ach, Mann. Lasst einfach mal los. Echt jetzt? Kerzen gerade. Großartig. Warte kurz, ich muss es festzuholen. Warum ist mir das nicht eingefallen? Hier und hier ein bisschen. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr stützen. Ein kleines Wunder hier als Dankeschön. Und hier, du hast bestimmt Hunger. Und noch mehr hier, bitteschön. Jetzt kann ich noch mehr Schilder aufstellen. Bis zum nächsten Mal. Aber gerade eben der Typ, der die Zeitung gelesen hat, fällt mir gerade ein, der hat gesagt, von sich aus, ich gehe weiter. Haben wir es jemals gehabt, dass jemand, der eine Zeitung liest, sagt, ich gehe jetzt weiter, weil ich fertig bin? Ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst. Oh, das ist der Fluss, ne? Ja.
Jetzt schüttet's ja auch noch. Ah, das gibt's da nicht. Och. Bip, 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 bip. Das wird nicht reichen. Mit etwas Glück bekomme ich das jetzt noch da dran, ja. Balken ist halt schwierig, ne? Da komme ich nicht gut rüber. Über 1000 Brücken musst du gehen. Probieren wir es mal, ne? Nicht ansatzweise reicht das. Aber, Junge, ich baue gerade. Was eine Pappnase. Danke. Also, machen wir anders. Ist nicht Strömung so stark hier, Mann? Sieht gut aus. Holy shit, ist die Strömung stark. Ist okay. Ciao. Ich habe die Octoroks genau gesehen. Mein Gott. Ihr seid aber echt weit voneinander weg. Alles nur für ein paar Krog-Sämchen. Mein Gott, mein Gott. Nimm die wieder zusammen. Da bist du ja. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir gebracht hast. Ja, danke. Ich hab's ja schon mal gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir mal 0 hatten und jetzt wirklich wieder 300 beisammen haben. Das ist verrückt. Gut, ja. Jetzt gehen wir zu den Zelten. Bei diesem besten Wetter. Also kurz zur Erinnerung, der Koch des Stalls am Fluss erwartet eine Gruppe Gäste, von denen auch einer ein Koch ist, und er wollte ihm dann, also der zu Besuch kommende Koch, wollte dem Koch vom Stall am Fluss ein Rezept von Prinzessin Zelda beibringen. Und da das was mit Zelda zu tun hat, ist Payne da natürlich als Reporter des Kleeblatt-Kuriers hinterher und wir ebenfalls, da wir möglichst viel über Zelda herausfinden wollen. Hallo? Octoroks. Die haben mir gerade noch gefehlt. Da sind die Zelte. Die haben wir gesehen, als wir da oben drauf waren. Ja, ja, ich erinnere mich. Was ist denn hier los? Mein Magen. Hilfe, brauche Essen.
Prinzessin Zeldas Gericht. Paragus. Erste Regel für Feinschmecker. Folge immer dem Rezept. Markus. Sollte das nicht Wildfleisch sein? Belles. Wer war das? Wer hat da Monsterfleisch reingetan? Gennet. Okay. Wildreisrezept nach Prinzessin Zelda. Zutaten: Wild, Hyrule-Reis, Steinsalz. Effekt: gibt jede Menge Energie. Vorsicht, kein anderes Fleisch als Wild verwenden. Ah, die haben das mit Monsterfleisch gekocht. Leute, seid ihr des Wahnsinns? Dann müsst ihr da doch Monster-Essenz reinmachen. Aus ästhetischen Gründen. Jetzt bekommen wir das Feuer nicht an, ne? Wild, Hyrule-Reis, Steinsalz. Tja, der Regen hört aber nicht auf, ne? Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter. Haben wir Hyrule-Reis? Ich weiß gar nicht. Aua. Ah, den bekommt man ja auch nicht überall, oder? Wie war das? Hyrule-Reis. Scheiße. Wo bekomme ich den Hyrule-Reis her? Aua. Vielleicht hier, weil das Gebiet nicht so waldig ist oder so. Ja, es wirkt so, als gäbe es das hier nicht, ne? Das ist vermutlich gebietsabhängig. Dann gehen wir mal zum Stall, ob das vielleicht ein Händler, also ob irgendein Händler Reis verkauft. Na gut, das können wir nochmal ausprobieren. Dos Tomatos, dankeschön. Aber auch krass, wie hier einfach die Tiere auf kleinen Inseln leben. Na gut, Terry, feinste Waren! Ja. Ah, schön, dass sie wieder da sind. Ja, ja. Oh Mann, haben Sie da einen Schwertkäfer? Ich würde ihn gerne übernehmen. Ich gebe Ihnen dafür Kraftwildreis. Na gut. Ja, vielen Dank. Ich wusste, dass Sie ein großes Herz haben. Ich werde den Rest des Tages damit verbringen, diesen Käfer mit Liebe zu überschütten. Wollen Sie sonst was kaufen? Oh ja, sehr schön. Wow. Meinen ganzen Vorrat an Reis? 60 Rubine bitte. Dankeschön.
Mein besten Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, können wir auch reiten, oder? Hallo, Palen. Oh mein Gott, die sitzen ja sogar da auf dem Baum. Ach, Mann. Er könnte auch ein wenig aktiver mithelfen bei den Nachforschungen, muss man dazu sagen, aber ich finde es in Ordnung. Palen macht alles richtig. Die Zwillingsberge. Dann kochen wir jetzt für die Zeldas Gericht und dann werden die wach. So wie ich das verstehe, haben die eben da Monsterzutaten reingemacht, anstatt normales Wild. Mein Magen. Oh. Hilfe, Prinzessin Zeldas Rezept. Brauche Essen. Wildreis. Ja, ich will die schon einmal selber kochen. Das war jetzt Steinsalz. Das ist ja viel zu einfach, oder? Also Hyrule-Reis, Steinsalz. Und Wild. Leicht geschmortes Wild auf Reis, ein Klassiker. Oh. Hilfe! Hier, bitteschön. Dieser Duft. Du da! Hast du etwa eine Schale mit Wildreis? Ich flehe dich an, bitte gib sie mir! Ja, hier, bitteschön. Dieses Aroma, das ist es. Das Rezept von Prinzessin Zelda. Perfekt zubereitet. Markus, Bellis, Gennet, nehmt ein bisschen hiervon. Danke, nur dank deiner Hilfe geht es uns jetzt wieder besser. Wir haben dieses Rezept von Prinzessin Zelda gelernt, als wir sie auf unserer Reise trafen. Sie war so freundlich zu uns, obwohl wir nur einfache Reisende sind. Die Prinzessin sagte auch, dass man dem Rezept exakt folgen muss, sonst endet es mit einem Fehlschlag. Wenn ich rausfinde, wer das Wildfleisch durch Monsterteile ersetzt hat. Tut mir leid, die Idee mit den Monsterteilen hatte ich. Ich war einfach neugierig auf den Geschmack. Als Feinschmecker halte ich es für meine Pflicht, Dinge zu verkosten. Alles einmal ausprobieren ist keine schlechte Sache. Doch jetzt ist keine Zeit für Diskussion. Wir müssen schnell zum Stall am Fluss. Wir sind schon viel zu spät dran und ich bin mir sicher, dass Godric sich Sorgen macht. Wir stehen in deiner Schuld. Lass es mich noch einmal sagen. Danke. Du kennst uns überhaupt nicht und dennoch hast du deine wertvollen Vorräte für uns verwendet. Bitte nimm dieses kleine Symbol unserer Dankbarkeit an. Danke. Dann noch das hier. Danke. Und zu guter Letzt noch... Oh, das ist schön. Das ist das allerbeste Wild, das wir haben. Nimm es. Dann kannst du davon bei Gelegenheit noch einmal Wildreis kochen. Wir suchen hier noch unsere Sachen zusammen und dann gehen wir gleich zum Stall am Fluss. Hier trennen sich unsere Wege. Vielleicht treffen wir uns hier noch einmal wieder. Na, wenn das nicht mein Kollege ist. Hi! Oh. Der Verbleib der Stammgäste macht mir Sorgen. Ich dachte, ich könnte mal die Umgebung abfliegen und mich umsehen. Und du, Kollege, hast schon einige guten Tipps auch nachpicken können? Ja, ich habe sie gefunden. Sie waren nur... Naja, sie haben sich den Magen verdorben. Wie? Den Stammgästen ging es schlecht, aber du hast ihnen geholfen? Ja, dann war so etwas dran an dem Gezwitscher. Wer hätte gedacht, dass sie auch eine gute Köchin ist? Sieh an, Prinzessin Zelda. Das hätte ich niemals von ihr erwartet, aber warum eigentlich nicht? So, Kollege, damit sind wir nun 10 Gerüchten um Prinzessin Zelda auf den Grund gegangen. Mit jedem abgeschlossenen Auftrag erhöht sich deine Reputation. Kletus wird mit deiner Arbeit sehr zufrieden sein. Hier für dich, Nesthäkchen. Danke. Die Zeitung scheint sich gut zu verkaufen. Darum haben wir von Kletus wieder einen Bonus erhalten.
Wer hätte gedacht, dass Kletis so eine schmiedable Seite hat? Greift zu, ehe sie es sich noch anders überlegt. Prinzessin Zeldas Rezept für Kampfgeist. Das schreibt sich fast von allein. Und jetzt? Abflug, Sabau! Ich sag Sabau einfach nur gerne. Feinschmecker vermisst. Nach dem Genuss einer Schale Wildreis hatten sich die Feinschmecker wieder erholt und sich zum Stall am Fluss aufgemacht. Pan arbeitete schon an einem Artikel über Prinzessin Zeldas Rezept und verabschiedete sich. Die ganzen Zelte sind weg. Die haben die ernsthaft abgebaut. Ach so. Na gut. Na gut, ich wollte eigentlich jetzt noch einmal das gleiche Rezept mit Luxuswild kochen, aber... Gehen wir nochmal zu Godric, oder? Ciao. Querwald ein. Ach ja, ach ja. Wisst ihr, wo ich mich nicht drauf freue? Auf den nächsten Kampf gegen den Griok. Und er kommt garantiert. Weißdrachenzahn mal zwei... Hab ich den nicht? Ne, einen habe ich nur, ne? Oder habe ich davon nicht zwei? Hä? Er war nicht abgehakt. Ja, die haben ihre Zelte aufgebaut. Oh, wie schön. Und schon wieder, ihr wisst es, ich liebe Spielwelten, die sich verändern. Wo ist es? Farodra, ne? Brauchen wir nichts. Okay. Jo, Hyrule Reis. Salz. Und Edelwild. Luxuswild. Mal gucken. Luxuswildreis. Dieses Gericht wird mit ausgewähltem Wild zubereitet und stellt den einfachen, kräftigen Fleischgeschmack in den Mittelpunkt. Warum ist da oben Huhn? Seht ihr das? Was ist denn jetzt schon wieder los? Im Warten liegt die Würze. Oh, du bist's, mein Lebensretter. Es kann kein Zufall sein, dass wir uns ausgerechnet hier wieder treffen. Dann will ich dir auch gleich mal einen kleinen Geheimtipp zu Monsterzutaten verraten. Koche sie niemals mit Essen, sondern lieber mit Insekten oder anderen Kleingetier, um Medizin zuzubereiten. Und ja, ich habe das auf die harte Tour lernen müssen. Das Kleingetier lässt sich heute einfach nicht blicken. Liegt es daran, dass über den Baumwipfeln so ein... Tohuwabohu ist? Tohuwabohu? Tohuwa was? Ja. Ich bin immer noch auf der Suche nach Insekten und so, weil die mit Monsterzutaten zur Medizin verkocht werden können. Der Häusungskäfer, den ich gerade suche, ist häufig am Baumstamm zu finden. Wenn man solches Kleingetier aufgespürt hat, darf man aber nicht losrennen. Es ist nämlich ausgesprochen scheu. Man muss behutsam und vorsichtig sein, wenn man es erwischen will. Das Kleingetier lässt sich heute einfach nicht blicken. Liegt es daran, dass über den Baumwipfeln so ein Tohuwabohu... Was ist denn ein Tohuwabohu? Ein Huhn oder was? Tohuwabohu. Das gibt's sogar. Dieses Wort. What? Was? Warum gibt es solche Wörter? Was? Völliges Durcheinander. In der Wohnung herrscht ein großes Tohuwabohu. What the hell? Okay.
Tohu Wabohu ist ein Lehnwort aus dem Hebräischen. Es bezeichnet ein heilloses Durcheinander und wird modernisiert mit Chaos übersetzt. Tohu Wabohu geht auf das Hebräische... Das kann ich nicht lesen. Achso. Tohu Wabohu zurück, das in der Bibel an zwei Stellen vorkommt. Tohu bedeutet Leere, öde Chaos. Bohu, Leere, einöde Chaos. Ungeordnet, ungeordnet sein. Im Hendiadjoin verbunden bezeichnet Tohu Wabohu das urzeitliche Chaos vor der Schöpfung und ist als extreme Steigerung des Wortes Tohu zu verstehen. Die hebräische Wendung bildet zudem ein Homoioteleuton. Das ist eine rhetorische Figur aus der Gruppe der Klangfiguren. Übersetzungen. Biblischer Fund. Zu Beginn der ersten Schöpfungsgeschichte in Genesis heißt es, die Erde war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Was? Da bereits in, berichtet wird, dass Gott die Erde schuf, sahen ältere Auslegungen hier ein Beweis für die Creatio ex nihilo. Gott habe aus dem Nichts das Tohu Wabohu erschaffen, um es dann zu ordnen. Aber es steht jetzt nicht wörtlich drin, ja? Okay, es ist ja Quatsch. Hä? Ach so! Ach so, oder auf dem hebräischen Originaltext. Soll ich das so verstehen? Im heutigen Sprachgebrauch hat das Tohu Wabohu den urzeitlichen Charakter verloren. Es bezeichnet ein völliges Durcheinander. Literatur. Warum ist sowas... Das ist ein Kinderspiel! Also, na, ist es nicht. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist eine derart desaströse, vernichtete Welt. Aber es ist doch von der Sprache her schlicht. Liegt es daran, dass über den Baumwipfeln so ein herrloses Durcheinander ist? Gennet, du Germanist. Germanist ist aber jetzt die richtige Bezeichnung für so Sprachleute, oder? Germanist. Genau, jemand, der sich mit der deutschen Sprache befasst. Richtig. Paragus. Süden, unbekannte Kreatur, Fleisch. Was ist los mit euch? Ah. Na, du bist. Dir ist zu verdanken, dass ich vor Energie nur so sprühe. Mein Versuch mit den Moblin-Herzen ging ja gründlich in die Hose, aber wenn ich stattdessen Monster-Essence verwendet hätte, wäre es vielleicht besser gelaufen. Ja, beim nächsten Mal sollte ich es einfach mit Monster-Essence probieren. Monster-Essence, Hyrule-Reis und Steinsalz. Monster-Essence? Oh. Ja, sie werden für normalerweise werden Monster-Zutaten für Medizin verwendet. Im Essen haben sie nichts zu suchen. Eine Ausnahme ist Monster-Essence, die zumindest in meiner Küche überaus regelmäßig Anwendung findet. Wenn du welche suchst, gibt's ein Dorf in der Akala-Region, da kannst du sie kaufen. Ich habe auch nicht mehr viel davon auf Lager, sollte ich mich auch mal auf den Weg dorthin machen, aber leider ist der Weg so schrecklich lang. Ach, nimmst dir ein Pferd, dann geht's schon. What the hell? Entschuldigung, wenn ich manchmal so schreie, aber da gehen die Emotionen mit mir durch. So. So ein Tohu Wabohu hier in meinem Inventar. Monster Essence haben wir noch, ne? Nicht viel, aber etwas. Das meinte der, ne? Monsterreisbällchen. Das meinte der? Ah. Ja, Gourmet-Essen mag das Wichtigste im Leben sein, aber ein geruhsamer Schlaf und ein gesunder Schlaf sind zumindest das Zweitwichtigste. Ich werde nur schlafen gehen. Dann geh halt schlafen. Zum Schutz meiner Frau. So ein Ärger. Was mache ich nur? Mir muss schnell was einfallen, sonst gibt's Ärger. Gibt's ein Problem? Es tut mir so leid. Du bist nur... Sprich mich doch nicht plötzlich einfach so an. Ich dachte, du wärst jemand vom Stall. Ohne dich wären wir in Schwierigkeiten gewesen. Unglaublich, dass da jemand Monsterzutaten verkocht hat. Aber was anderes. Ich stecke gerade etwas in der Klemme. Die Hühner hier sind entwischt.
Hier sind entwischt, bis auf ein einziges. Ich brauche nur ein paar Eier, also bin ich etwas näher heran und dann? Ich weiß weder ein noch aus, dafür würde ich bestimmt Ärger bekommen. Weit können sie nicht gekommen sein, glaube ich. Es müssten 5 unterwegs sein, aber wenn ich versuche, sie einzufangen, rennen sie immer wieder davon. Ich muss sie unbedingt alle wieder hinter den Zaun bringen, bevor es jemand merkt. Hatz auf hurtige Hühner. Bell ist in 5 Hühner durchgekommen. Um Ärger zu vermeiden, muss er die Hühner unbedingt zurück in ihre Einzäunung bringen, bevor das Stallpersonal die verschwinden bemerkt. Bisher hast du nur 0 zurückgebracht. So, das Tovu Bahuhu wollen wir mal wegmachen hier, ne? Das ist so eine richtige Zelda-Aufgabe, wie sie auch einfach so in Skyward Sword sein könnte oder in Twilight Princess. Eins. Ich liebe die Hühner. Ja, die gleiche Aufgabe gab es ja in Breath of the Wild in Kakariko. 2. Mäh. Wie weit sind die denn? Und da steht jetzt auch 2, ja? 2. What? Wie bist du denn da hingekommen, Mann? Ich dachte kurz, ich hätte es getötet. Jesus. Was mache ich denn jetzt? Naja. Aber der wollte schon knallharten Ei stehlen, ne? Das wollen wir mal gar nicht schönreden. Mach doch gar nichts. Vorsicht! Aber auch wieder schönes Detail, oder? Dass die jetzt hier ihre Zelte aufgestellt haben. Und da ist Kakariko. Dies ist Nummer 3. Wow. Vier. Und damit fehlt noch 1. Mäh. Absurd, aber nicht unmöglich, aber nicht. Okay. Also,
Hier ist aber keins, ja. Wäre auch ein ziemliches Tohuwabohu. Was ein Wort. Okay, es fehlt noch eins. Come on. Maybe hier auf so einem Baum noch? Nö. Maybe hier oben? Nö. Kann ich den Sensor auf nur rein Interesse halber jetzt? Ich hab da safe schon mal einen Huhn fotografiert, oder? Die Hunde. Da. Nein! Das nicht irgendwie? Ach so. Ja, dann direkt oben auf dem Kopf. Hier ist jetzt ein Huhn drauf, euer Ernst? Oh Mann. Vorsicht, Huhn. Die Hühner müssen wieder hinter den Zaun zurück, bevor die beim Stall merken, was ich gemacht habe. Die Hühner sind wieder da? 1, 2, 3, 4, 5. 5? Das sind ja alle! Bist du etwa dafür verantwortlich? Oh ja. Ich danke dir. Dabei hast du mir neulich erst mit dem Wildreis geholfen. Und jetzt das. Ganz schön peinlich, muss ich zugeben. Noch etwas. Wie soll ich sagen? Ich möchte nicht, dass irgendjemand von der Sache mit den Hühnern erfährt. Also, hier, bitteschön. Dankeschön. Das nennt man wohl Schweigegeld oder so. Nimm es einfach, ja? Dann ist es so, als wäre die ganze Sache nie passiert. Auf Wiedersehen. Hey, guten Morgen. Tausend Dank dafür, dass du die Hühner gefunden hast. Ich hielt es nicht aus, wenn sie wieder davonlaufen würden. Also achte ich darauf, die Hühner nicht zu provozieren, wenn ich ihnen ihre Eier wegnehme. Dank deiner Hilfe bei meinem kleinen Problem. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen gewesen. Bist du auch hier, um Eier zu suchen? Es scheint, als wäre es erlaubt, die Eier hier zu sammeln. Allerdings sind sie nicht mehr, sind nicht mehr allzu viele übrig. Wenn ich nur ein weiteres Ei hätte, dann könnte ich, hätte ich die Zutaten für eine Eiertorte. Eiertorte? Ja, du hast doch noch nie, du hast noch nie eine Eiertorte gemacht? Das ist super lecker, also probier sie unbedingt mal aus. Aber es ist einfacher gesagt als getan, wenn man momentan schwer an die Zutaten kommt. Für das Rezept werden Ziegenbutter, Tabanterweizen, Rohrzucker und Eier benötigt. Aber naja, Ziegenbutter bekommst du nur in Kakariko im Osten oder in Athen im Südosten. Und ja, das ist nicht allzu schwer, aber Tabanterweizen wächst nur in Tabanta, nordwestlich von hier. Und für Rohrzucker musst du dich sogar bis nach Goronia, nordöstlich von hier, begeben. Du denkst jetzt bestimmt, das klingt nach einer Menge Arbeit für eine Torte und du hast damit vollkommen recht. Ich bekomme das alles doch nicht zusammen. Ziegenbutter, Tabanterweizen, Rohrzucker, Eier. Ziegenbutter. Tabanterweizen. Rohrzucker.
Eier. Verdammt, das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ziegenbutter, da waren da jetzt nur Rotzucker-Eier. Okay. Die Fleischart ist wichtig. Eiertorte. Dicke Eiercreme wird in Teig gebacken, bis man eine Torte erhält, deren Duft niemand widerstehen kann. Cool. Hi. Guten Morgen. Eine Weile lang dachte ich schon, dass Ihnen etwas zugestoßen ist, doch dann sind alle wohlbehalten hier angekommen. Ich habe gerade Paragus nach dem Rezept für Wildreis gefragt. Am wichtigsten für das Gelingen ist das Wild, da darf man absolut nichts falsch machen. Prinzessin Zelda muss eine begabte Köchin sein, wenn ihr ein solches Rezept gelingt. Ob sie es wohl in Erwägung ziehen würde, hier im Stall einen Kochkurs abzuhalten? So treffen wir uns wieder. Du hast mir das Leben gerettet, natürlich werde ich das nicht vergessen. Dieser Vorfall hat mir eine Lektion erteilt. Zwischen Gift und Medizin liegt nur ein hauchdünner Unterschied. Ich würde gerne einmal Wildreis mit verschiedenen Fleischsorten kochen. Am liebsten hätte ich ja Fleisch von dieser unbekannten Kreatur, von der man munkelt. Ach so, du meinst die Donkos. Da war ich. Die sind im Süden, aber bitte lass sie am Leben. Wie die Geschichte es war, Prinzessin Zelda hat sie entdeckt, gehegt und gepflegt. Wahrhaftige Donkos? Oh, da wollte ich echt eins von Prinzessin Zeldas geliebten Haustieren in ihren eigenen Rezepten verwursten. Das bleibt unter uns. Ja, ich möchte nie wieder darüber reden. Besser so. Was ist hier jetzt? Weiße Krabbe mit... Ist das Goron? Ja. Goron-Gewürz mit weißer Krabbe. Mit einer Ausdauerkrabbe. Ausdauerkrabbenpfanne. Die Schärfe des Goron-Gewürzes passt perfekt zu Krabbe. Ja, dann müsste ich doch auch Ausdauerkrabbe, Rüstungskrabbe mit Goron-Gewürz machen können. Habe ich die schon mal gemacht? Dann verschwende ich jetzt gerade unsere Goron-Gewürze. Huh? Schade. Aber wir können mal, wie war das jetzt? Tabanta-Weizen? Nee, Hyrule-Reis. Mit Salz und Hyrule-Barsch. Fischreisbällchen und Geflügel. Okay, schade. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich sagte, dass ich keine Monsterzutaten mehr beim Kochen verwende. Naja, und ein kleines bisschen Monsteressenz hat doch wirklich noch niemandem geschadet. Na gut. Ja, das eine Mal hatte ich statt des Fleisches die Monsterzutaten in den Reis gegeben. Wie, Markus gibt's wenigstens zu, ne? Das muss man ihm ja auch hoch anrechnen. Ach, das Spiel ist so toll. Oh Mann, und gleich ist schon wieder eine Stunde rum. Das kann doch alles nicht wahr sein. Markus, nein, nicht ins Essen. Das Moblin-Herz war für Medizin gedacht. Gut, aber ich glaube, das war's auch beim Stall, oder? Aber ich finde das schön mit den Zelten, dass die da hinten standen, jetzt hier stehen. Ach man. Schön. Ja! Ach, du bist nochmal. Sag mal, hast du noch was? Ja, ja. Ein Schwertkäfer! Gibst du ihn mir? Ich gebe dir dafür Kraftwildreis. Na gut. No, da-
Dankeschön. Ich bin dem Käfer so unwürdig. Ich werde den Tag nur damit verbringen, diesen Käfer wie einen König zu verwöhnen. Möchte sonst noch was? Ja, ich nehme nochmal den Hyrule-Reis. Komplett. Wow. Boah, ernsthaft? Danke. Das war's aber auch schon. Mein besten Dank. Ich freue mich auf den nächsten Besuch. So. Und jetzt wollen wir hier oben rum zum Turm. Komme ich hier hoch? Ja, ne? Ja. Berganfahrassistent, gar kein Problem. Gut. Gut, gut, gut. Wir switchen mal rüber auf The Croc-Maske. Ups. Schön. Auch dann die Aufgabe mit den Hühnern fand ich schön. Eine kleine Anekdote an alte Zelda-Spiele und natürlich auch an Breath of the Wild. Diese Croggies. Man merkt, oh, das braune Pferd ist schön. Oh, das braune Pferd ist richtig schön. Ich muss dieses braune Pferd haben. Ich weiß nicht, wie nah ich rangehen darf, bis ich schleichen muss. Das ist ein bisschen schwierig. Sie bleiben halt nicht stehen, ne? Nein, was? Okay, von der Herde trennen. Das hat schon gut geklappt. Scheiße. Oh, ich will's haben. Nein, ganz knapp. Okay. Boah, ist das schön. Oder? Okay, ich habe aber keinen Namen dafür. Cookie. Mhm. Okay, das ist schon echt schick. Das Fleisch ist wichtig. Oh, du scheinst ein Wildpferd gefangen zu haben. Möchtest du es registrieren? Oh, sehr gerne. Hm, bitte überprüfe mal, ob das hier alles richtig ist. Oh, das ist sogar gut.
Wunderbar. Dank deiner treuen Mitgliedschaft kostet es nur die Hälfte, also 10 Rubine. Danke sehr und du bekommst einen Stallpunkt. Gut, dann lass uns mal mit der Registrierung beginnen. Bitte gib den Namen für das Pferd ein. Oh. Boah. Wir nennen es Hope. B. Hope. Ah, du möchtest dein Pferd also Hope nennen, ja? Ja, genau. Gut, dein Pferd ist registriert. Möchtest du es behalten? Ja, gerne. Gut, dann nehmen wir Moon bei uns auf. So. Ja, die Registrierung ist abgeschlossen. Möchtest du etwas ändern? Ja, die Ausrüstung. Reisesattel, Königssattel, Schmucksattel, Pferdefahrersattel. Der Reisesattel? Na gut, passt das so? Zaumzeug? Ach, da lassen wir das. Sonst noch etwas? Die Mähne frisieren. Ach, die Blütenmähne. Das ist auch ein bisschen abgefahren, ne? Könnte man auch was Cooles machen hier, so in der Richtung, Langmähne rot. Ich würde tatsächlich auch einfach die Langmähne machen. Passt das so? Steht ihm vorzüglich. Gut, wenn du etwas ändern möchtest, komm wieder zu mir. Ansonsten viel Spaß und ja, warst du mal bei Kakariko? Ist ein schöner Ort, da gibt's so komische Kranzruinen. Danke, Amber. Oha, komm, das sieht wunder... Also... Boah, sind die Pferde gut gemacht. Guck ich das mal an. Okay. War jetzt ungeplant, aber es hat mich jetzt vom Aussehen her mit dieser orangenen Mähne so begeistert. Das ist eine ganz schön lange Mähne, oder? Strubbelmähne. Wir machen mal wieder die Standardmähne drauf, ja? Die wackelt mir zu viel. Hatte das Pferd eigentlich nach dem Fangen schon Hufeisen? Ich meine nicht, oder? Wow. Entschuldigung. Na komm, Hope. Benehm dich. Und danke, dass du den Stall benutzt. Das ist halt auch cool gemacht, ne? Mit dem Pferd anpassen. Mähne frisieren. Die Standardmähne, ja? Okay. Sieht fantastisch aus. Komm gerne wieder, wenn du hier bist. Okay, auf geht's. Na, so ist besser. Ist schon ein schönes Pferd. Wow. Die armen beiden anderen Pferde, ne? Die sich jetzt auch so denken. Gut. Oh mein Gott, die Aufnahme ist gerade gleich vorbei. Ich glaub's nicht. Okay, wo ist jetzt hier der Turm? Also generell müssen wir hier noch alles erkunden, ne? Wir können aber auch gerne mal wieder auch für die nächste Aufnahme das Outfit switchen auf
Das hatten wir länger nicht mehr an. Ist was anderes, oder? Ist das der See vom Spielanfang? Tatsächlich, oder? Hier springt man ja runter und landet an diesem See. Im bodenlosen See. Kommt mir so unwirklich vor, ne? Dass sie irgendwann mal dieses Spiel angefangen haben. Okay, da waren wir aber schon, ne? Ah ja, okay, das ist das erste Loch in den Untergrund. Oh mein Gott, er wird angegriffen. Gern geschehen. Willkommen. Deine Ausstrahlung verrät mir ganz genau, wer du bist. Darum werde ich dir beim nächsten Mal auch ein paar nützliche Tipps geben. Geh nach Osten zum Sumpf von Ranel und noch weiter, dann findest du das Dorf der Zoras. Die Zoras leben in engem Einklang mit dem Wasser. Die Schmiede der Zoras sind besonders begabt. Sie stellen allesamt erstklassige Waffen her. Obwohl, wegen des Kataklysmus sind diese Waffen wohl auch zerfressen. Also, lass uns dann zum Geschäftlichen übergehen. Ich bin ja Händler. Willst du was kaufen? Na, zeig mal her. Ölflaschen nehme ich mal alle mit. Das ist ja Wahnsinn. Dankeschön. Und den Hyrule-Reis. Du kaufst alles? Du bist ja spendabel. Ha, super, vielen Dank auch. Gut, dann bis ein andermal. Ciao. Ciao, Kalam. Gut, so, wo sind wir jetzt hier? Hier waren wir auch noch gar nicht. Ach, der kleine Bockblin. Hier ist jetzt der Turm irgendwo, hä? Da, okay. Ho, ho. Ho. Okay, den Kampf haben wir schon gemacht da vorne bei dem Monsterlager. Immer so frech, ja? Bernstein. Das ist ziemlich gut. 43 Schaden, wow.
Ciao. Wow. Vorsicht! genau, wir haben hier ja auch den Schrein in diesen Ruinen, den wir damals nicht geschafft haben. Wisst ihr noch? Da bin ich rausgegangen und habe gesagt, nee, die ist mir zu schwer. Und außerdem müssen wir hier eh noch nicht hin. Ich habe gekniffen. Sagen wir es, wie es ist. Kennen wir uns? Herzlich willkommen bei Sargels rollender Speisekammer. Atheno liegt östlich der Zwillingsberge in Ekluda und hat ein paar echte Spitzenprodukte zu bieten. Dazu gehört die Milch und natürlich auch die Hyrule-Tomaten. Verlass dich drauf, mit Atheno-Erzeugnissen zauberst du am Kochtopf garantiert echte Delikatessen. Ich esse sie jeden Tag und es wird kein bisschen langweilig, wie auch bei dem Geschmack und der Spitzenqualität. Nun sag schon, wie wär's mit ein paar Spitzenprodukten aus Atheno? Ich verkaufe jetzt auch das neue Produkt vom Atheno-Bauernhof, das zurzeit in aller Munde ist, der Atheno-Käse. Ja, zeig mal her. Ziegenbutter. Nehme ich alle. Wirklich alle? Jo. Und die Milch. Nehme ich alle. Hab ich gar keine mehr. Und den Atheno-Käse. Nehme ich auch alle. Den kompletten Bestand? Ach, vielen Dank. Darf es sonst noch was sein? Na gut, dann komm jederzeit angaloppiert, wenn du im Kauflaune bist. Gerne. Du hast Angst? Ich helfe dir. Das war gar nicht so schlecht von Hope, oder? Hope, du bist jetzt mein neues Begleiterpferd. Juck. Gut. So, die Aufnahme ist aber vorbei. Und damit endet jetzt auch diese Aufnahme, dieses Video. Genau. Also, in der nächsten Aufnahme werden wir uns den Schrein ansehen, den wir damals gesehen, aber nicht erledigt haben, weil ich da dieses komische, da war irgendwas mit einer Kugel und die musste man irgendwie umleiten, das habe ich nicht verstanden. Mal schauen, ob wir das jetzt hinbekommen. Danach werden wir uns den Turm ansehen und dann stückchenweise hier diese Ecke erkunden, bis wir dann hier rüber gehen, da ist dann die letzte große Fee und natürlich dann auch noch einmal das Ensemble zügellos und dann ist hier das vergessene Plateau eines der emotionalsten Gebiete, das wir erkunden werden, denn es ist das Startgebiet von Breath of the Wild. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Das war der Stall am Fluss. Die Gourmet-Köche, die sich mit Monsterzutaten beinahe umgebracht hätten und in der nächsten Aufnahme werden wir etwas mehr der Karte aufdecken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.